Moin und willkommen zu dem Viertelfinale der Mr. Ninox Champions League hier auf meinem Kanal, wo ein echt ja komisches Duell ansteht für ein Viertelfinale, muss man ja schon fast sagen. Und zwar zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Und ich nehme an, jeder weiß, dass das Viertelfinale der Champions League in echt nicht so heißt. Aber in der Mr. Ninox Champions League im Achtelfinale konnte sich ja RB Leipzig überraschenderweise gegen Man City durchsetzen. Sprich, das Viertelfinale heißt jetzt nicht Man City gegen Bayern, sondern Leipzig gegen Bayern. Aber keine Sorge, das Spiel Man City gegen den FC Bayern München gab es natürlich trotzdem hier auf meinem Kanal, und zwar aus Champions League Predict. Ich verlinke es euch jetzt einfach mal rechts oben. So viel aber jetzt auch schon zum Rumgeplänkere. Ich bin richtig gespannt, wie das deutsche Viertelfinale ausgehen wird. RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Ich glaube, ein deutsches Viertelfinale gab es noch nie in der Champions League. Beziehungsweise gibt es bis jetzt immer noch nicht, denn das ist ja hier in der Mr. Ninox Champions League. Ich will nicht mehr rumreden, wir springen sofort rein ins Game. Lasst doch jetzt gern unten ein Abo da, ich würde mich mega freuen über euren Support. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Spiel mehr auf meinem Kanal verpassen wollt. Wie zum Beispiel natürlich auch das Rückspiel zwischen den beiden Teams. Jetzt ist aber auch wirklich alles gesagt. Euch viel Spaß beim Hinspiel des Viertelfinales in der Mr. Ninox Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Let's go! Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und auf dem Programm steht das Halbfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. RB Leipzig gegen Bayern München. Halbfinale, Wolf. So langsam wird es spannend. Und ich glaube, die Gäste haben hier die besseren Karten, was den Einzug ins Endspiel angeht. Zumindest auf dem Papier. Wir gucken mal, wie sich dieses Hinspiel entwickelt. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. So gehen es die Bayern also heute an. Die Kurzpässe sollen heute den Erfolg bringen, Buschi. Das berühmte Tiki-Taka. Ja, warten wir mal ab, wie das dann auf dem Rasen aussieht. Du hast es als Gegner natürlich nicht leicht. Da musst du immer wach sein, sonst ist die Lücke da. Wenn wir die Spielerlegenden des FC Bayern aufzählen wollen, sind wir wahrscheinlich morgen noch nicht fertig, Buschi. Ja, das ist schon unglaublich, wer da alles gespielt hat. Das war schon immer der Anspruch der Münchner. Die besten deutschen Spieler sollen bei ihnen spielen. Und diesem Lockruf, sind wir ehrlich, sind dann viele gefolgt. Und damit geht es nun los, dieses Halbfinal-Hinspiel aus der UEFA Champions League. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Steilpass von Kunku. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Thomas Müller jetzt. Kein guter Pass, weg ist der Ball. André Silva. Einfacher Ball hier für Jan Sommer. Kimmich. Joao Cancelo. Die Bayern im Vorwärtsgang.
Joao Cancelo! Nicht drin, dieser Ball. Er taucht runter, macht sich lang und dann ist er dran. Da hat er sich ein Sonderlob verdient. Eine kurze Ecke. Zieht in die Mitte. Goretzka! Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Ja, das ist natürlich abseits. Ah, das wird sie ärgern. Sah gut aus, aber dann tun sie in der Mitte zu wenig, bewegen sie nicht genug. Ah, da haben sie es der Abwehr dann wirklich leicht gemacht. Schlager, Leimer, Christopher Nkunku. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Goretzka. Der Ballverlust jetzt. Da zieht er ab. Einfacher Ball hier für Jan Sommer. Joao Cancelo. Da ist Müller. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Da aus enormer Entfernung. Keine echte Torgefahr. Und gar kein Problem hier für Jan Sommer. Alphonso Davies. Ball kommt nicht durch, er macht zu. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Schön dazwischen gegangen. Kimmich. Goretzka ist es. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. André Silva. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Schussversuch. Ein guter Block hier. Den Zweikampf führt er sehr gut. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Choupo-Moting. Die Bayern mit dem Ballverlust. Sie suchen nach der Lücke. Da muss die Abwehr aufpassen. André Silva. Sommer hält. Bald ist noch im Spiel. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Alphonso Davies. Goretzka ist es. Goretzka. Und jetzt Müller. Er fängt diesen Pass ab. Forsberg. Nkunku. Schönes Dribbling hier. Flanke kommt weit. Ah, den muss er besser klären. War dann doch zu halbherzig. Choupo-Moting. Musiala. Goretzka ist es. Thomas Müller. Choupo-Moting. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Wir sind nach wie vor im Halbfinalhinspiel der UEFA Champions League. Die Pause ist vorbei. Nun geht's hier weiter. Leipzig über außen. Die Leipziger machen Druck.
Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Jetzt kommt die Ecke. Dayot Upamecano. Da ist Müller. Zurück zu Müller. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Das könnte was werden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Das ist die Chance. Gehalten, macht er gut. Forsberg. Da verlieren sie den Ball. Kimmich. Sie bringen den hohen Ball. Gibt Abstoß. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. André Silva. Da ist er alleine durch. Ja, geht gut dazwischen. Könnte was werden, guter Pass. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Die Bayern wechseln. Thomas Müller jetzt. Müller verliert hier den Ball. Die Leipziger machen Druck. André Silva. Gut durchgesetzt, gefährlich. Davis. Goretzka. Davis am Ball. Davis. Sie suchen Musiala. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Musiala! Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Guter Steilpass hier, macht er gut. Abwehr hat aufgepasst. Schlager. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Jetzt wieder die Bayern.
Thomas Müller. Das muss es fast sein. Gute Aktion vom Torhüter. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Kurz ausgeführt. Jetzt Thomas Müller. Upamecano. Gehalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für ein Torhüter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Die Chancenverwertung, Buschi, kein Tor. Ja, ja, aber es ist abseits, Wolf. Kein Grund zur Aufregung, nichts passiert. Korrekte Entscheidung natürlich hier von den Unparteiischen. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ja, weg ist der Ball. Musiala mit dem Steilpass. Joao Cancelo. Jetzt können sie es entscheiden! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Kurze Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Sané. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Der ist drin! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Thomas Müller. Leroy Sané hat den Ball. Klasse Volley. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Schlusspfiff des Schiedsrichters, liebe Zuschauer. Sieger des Hinspiels sind die Bayern. Sie setzen sich also in diesem Halbfinal-Hinspiel durch, deutlich sogar. Und jetzt gehen die Gedanken sicher schon in Richtung Rückspiel. Mit der Leistung aus diesem Spiel ist da wieder eine Menge möglich.